Oder so. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Ach ja? Und das steht wo? Haben Sie das Schild am Eingang nicht gelesen? Ich wollte erst warten, bis das Hörbuch draußen ist. Schade. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf... Ja, okay. Das ist er also, der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Ja. Er ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nehme ich zumindest an. Moment mal, ich muss gerade mal gucken, ob das Aufnahme noch läuft. Ja, sie läuft noch. Okay, gut. Da-da-dam-dam-dam. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Okay. Kann man den irgendwo drauf verwenden? Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein Tauchboot entern, keinen Blumenladen eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt? Okay. Meine Sachen sind schon rußig genug. Eine kleine Erinnerung an all die lustigen Brände, die mein Mantel schon überstanden hat. Okay. Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich in meinem Mantel sauber machen? Es ist ja nicht so, dass ich da drin jemals Besuch erwarte. Meine Sachen sind auch so schon schmutzig. Ich muss sie nicht noch extra im Dreck wälzen. Mhm. Auch dazu würde mir sicher ein super Wortspiel einfallen. Aber ich lehne es ab, in Spaten zu denken. Ja, ja. Dafür hat Doc leider noch keine Fernbedienung erfunden, fauler Sack. Das versuche ich erst gar nicht. Meine Sachen riechen schon genug nach totem Fisch. Okay. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Schade. Warum steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf dem Tisch? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Hm. Okay. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Werkzeugkasten für Unterlegscheiben? Ja, nicht. Bäh. Mhm. Nein, er ist bereits perfekt. Okay. Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Den können wir ja draußen nicht verwenden, das ist das Doofe. Das ist er also. Der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Er ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nehme ich zumindest an. Hm. Können wir dem vielleicht irgendwie den goldenen Drachen auf die Nase drücken? Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Schade. Naja. Die Frage ist, was macht man jetzt? Irgendwie müssen wir da vermutlich auch eine Antenne irgendwo anbringen. Also Not, wir können mal nach Bellevue gehen. Moment mal. Ich gehe nochmal kurz rein. Können wir... Anti-Schwerkraft-Socken. Die haben hier echt alles. Mal kurz anziehen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! So, wenn er jetzt den Drachen anwendet. Au! Au! Okay. Gut. Moment mal. So, aber ich hatte mir ja gedacht, Karte, wir gehen einfach mal nach Bellevue.
gehen da hoch in die Altstadt. Und drehen ihm eine brennende Kerze an. Ich habe zwar gerade kein Bargeld am Mann, dafür aber dieses très intéressant objet trouvé. Und du hast eine Schnabeltierfibel. Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Nein, kein Interesse. Ich fürchte, irgendwie, es wird kein Weg daran vorbei, dass wir kann man die Katze da... Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Ich wollte früher nie Feuerwehrmann werden. Ich wollte zu den Guten gehören. Okay. Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt? Schade. Ich denke, das könnten wir hier brauchen. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich kann mich vollständig auf die Zielsicherheit meines Zeigefingers verlassen. Vielleicht können wir das da oben dran machen. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Hallo? Da hat aber eben der Ton gefehlt. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Kann es sein, dass da das Gespräch fehlt? Wenn ja, würde ich sagen, das ist ein Bug. Also falls irgendeiner von Deadlich zuschauen sollte, das ist ein Bug in dem Spiel. Würde ich jetzt mal persönlich sagen. Egal in welcher Hinsicht, sei es, dass der Ton fehlt, sei es, dass das Gespräch an der Stelle nicht hingehört. Ne, die Kurbel, die können wir auch nicht mehr benutzen, das ist schade. Go, go! Rufus, komm hier! Tja, also sonst klappt das immer. Im goldenen Drachen kommen wir halt auch nicht weiter. Das ist doof. Go, go! Rufus, komm hier! Geht ja nicht. Wir gehen mal da runter. So. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Das ist das Problem. Der kommt uns dauernd abhanden. Den können wir gar nicht einsetzen, warum auch immer. Bord des Tauchboots gelangen. Erkenntnis haben wir, den goldenen Drachen auch. Müssen wir bloß an Wink vorbeikommen, aber wie? So, Mitglied werden. Hinweis. Schnabeltierfibel. Sigals Rat haben wir schon. Zu Sigal zurück. Wir brauchen einen Glückskeks. Das ist das Doofe. Boah, Mann, probieren wir es einfach mal aus. Also wir müssen im Prinzip 4 Cent runtergehen. Das können wir theoretisch zu einen Cent reduzieren. Und wenn wir das da, können wir auch nochmal um 1 Cent reduzieren. Sind wir jetzt bei 2 Cent. So, was machen wir da draus? Da können wir leider nichts machen.
Ne, geht natürlich nicht, weil es ja nur eins ist. Ne, aber die können wir ja nicht umwandeln. Das ist ja, sieht ja so aus, ja. So, dann müssen wir den wohl beim Großen belassen. Dann haben wir das. Wandeln das in so zwei kleine um. Versuchen das dann. Nee, doch, da können wir das machen. Nein, können wir nicht. Hä? Wir müssen also. Wir haben jetzt noch den kleinen, wir haben den großen, ne? Den könnten wir theoretisch runtersizen. Dann haben wir im Prinzip diese zwei. Ja, wenn wir daraus einen machen, ist uns aber leider nicht geholfen. Weil wir können das. Ja, den können wir letztlich wieder in das umwandeln und das können wir dann wieder runterskalieren. Aber das Problem ist, es passt preislich einfach nicht. Frage, wie das geht. Da bräuchte man ein Baumdiagramm oder sowas für, dann könnte man das wahrscheinlich vernünftig lösen. Oder man hat eine Strategie. Ich würde mal sagen, der Frage, da widme ich mich dann aber einfach ein andermal. Mal ganz ehrlich, ist mir viel zu kompliziert. So, wir skalieren den einfach auf Maximum. Machen da. Da einen Trinkbecher draus. Rationalisieren den weg. Dann rationalisieren wir den auch noch weg. Müssen immer noch 1 Cent. 1 Cent, Euro, was auch immer zahlen. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Naja, haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich meine, so wie Sie rumlaufen. Wir haben doch nichts bestellt. Stimmt. Sorry, mein Fehler. Moment mal. Wir könnten das theoretisch umskalieren. Wir könnten daraus. Jetzt haben wir zwei Becher. Mhm.
So, jetzt sind wir bei 2. Wenn wir jetzt die 2 hier nehmen, können wir da 2 Burger draus machen. Den einen brauchen wir eh zum Essen, den einen machen wir einfach größer. Wandeln den dann in einen Trinkbecher um und den wandeln wir dann noch dann klein. Das Doofe ist, wir sind natürlich nicht billiger wie vorher. Die Frage, wie kriegen wir das Zeug? Im Prinzip müssen wir es schaffen, eine Konstellation aufzubauen. Mit dieser Konstellation zu arbeiten, im Endeffekt wieder bei, wieder bei der gleichen Konstellation zu landen, die aber billiger ist. Und dann das Ganze nochmal durchführen, dass wir im Endeffekt am Ende sind. Ja, bloß wie geht das? Vielleicht fangen wir einfach mal hier an. So, wir haben einmal den da. Das müssen wir erstmal teurer machen. Dann upsie, das wollte ich jetzt aber nicht. Nochmal bitte auf das Menü zurück. So, was passiert, wenn wir das leer machen? Dann ist das weg. Dann haben wir den da noch übrig. Machen wir den mal größer. Dann haben wir den da. Den können wir wieder in einen Trinkbecher umwandeln. Aus dem Trinkbecher können wir den können wir wieder kleiner machen. So. Ja. Boah. Wir müssen immer noch was bezahlen, obwohl wir nichts mehr im Menü haben. Frage ist, wie kriegen wir das auf kostenlos runtergetrimmt? Wir wandeln einfach den da groß um, machen da draus dann so einen kleinen. Hallo? Halt erstmal genau, wir machen einen Becher draus. So einen großen Becher, dann machen wir den Becher wieder klein. Dann haben wir hier wieder haben wir hier 2 Becher. Können wir die theoretisch auch so auswählen, dass wir es dann machen können? Nee, in die andere Richtung. In die Richtung geht's halt nicht. Das Problem ist, nee, wir können nämlich den Trick hier. Das können wir nämlich nicht in die umgekehrte Richtung machen. Wow, verdammt. Okay. Sonst könnte man nämlich Getränke vervielfältigen. Das ist doof. Dann könnten wir... Boah, alter Finne. Das ist jetzt eine Sache, wo ich ein bisschen überfragt bin. Wir machen das Ding einmal kleiner. Aber das ist echt eine Sache, die ich mir mal genauer anschauen muss. Ja gut, ich habe ja das Video, ich weiß ja, was ich machen kann. Ich weiß ja, wie das mit preislichen Verhältnissen ist. Das werde ich mir dann einfach mal bei Gelegenheit anschauen müssen, wie man das Ganze löst. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, wann ich mir das dann anschaue.
Wir sind jetzt schon bei 2 Stunden 40. Ich glaube, das langt erstmal für eine Aufnahme. Das sind wieder ein paar Folgen. Und wir sind noch keinen Schritt weitergekommen. Also das, was ich mir am Anfang gedacht habe, am Anfang der Aufnahme, kannst du gerade eine Tonne treten. Wir brauchen doch länger, wie ich eigentlich erwartet hätte. Gut. Also würde ich mal sagen, es ist auch schon spät. 23.49 Uhr. An einem Sonntagabend. Und zwar genau genommen am 1.10. Ja, ich sollte jetzt mal langsam ins Bett gehen. Würde mal von der Hai sagen, verlassen wir das Ding. Schnauze. Ich würde mal sagen, wir speichern einfach mal. Hier. Speichern. Und würde dann mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.